Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Space Marine. Wir sind da noch immer beim Kapitel 3 in der Höhle des Löwen und müssen jetzt die Geschützbatterie vernichten. Deswegen sind wir jetzt zum Aufzug zurück und los geht's. Wir haben jetzt das erste Mal einen dicken Papa vernichtet. Dazu war diese Waffe, der Vergelterwerfer. Echt Abstand halten. Extrem nützlich. Dies ist keine Übung. Wir haben dann noch dieses Scharfschützengewehr. Wir haben diese Bumme mit wenig Munition. Und unendlich Feuer mit der Pistole noch. Und irgendwo sollten wir doch bald einmal Munition herkriegen. Aha. Mumm, komm her. Granaten, Leute, brauche ich nicht. Mumm, die ist wichtig. Mumm aufnehmen. Aha. Wir sind voll, gell? Geht gar nichts. Die Mumm brauchen wir nicht. Fuck. Was machen wir? Die, ja? Jawohl. Schaut doch nicht so schlecht aus. Und? Wieder mal. So ein netter Kopf. Ich gehe gleich mal in Deckung, ist ja klar. Ich traue der ganzen Geschichte ein. Ja. Zum Angriff! Da war ja noch einer. Und ich habe meinen Wildheitsmodus verschleudert. Fix. Space Marines, tötet sie! Sperr doch mal, schieß doch mal auf dich! Ja, ja, wenn du sagst, dann schieße ich ja noch mal auf dich. Komm her. Jetzt kommt mein Spalter, Mensch! Oh. Mensch, zum Glück! Nochmal, schieß doch mal auf mich! Ja. Ich häng da irgendwie fest. Leute, das ist ja so blutig, das Ding. Space Marines zum Töten. Ja, ja. Fort im Anmarsch. Du steig mit deinem Weg herum. Ha! Die armen Jungs. Nochmal, schießt zwei Schlag, ihr Space Marines! Space Marines zum Töten! Kommt da noch wer? Haben wir alles, was wir brauchen? Ich denke schon. Da hinten noch einmal kurz nachgeschaut. Ist ja klar, Dose läuft wieder durch die Gegend. Oh fuck. Du! Also Zielgenauigkeit ist ja was anderes, gell? Ich suche da immer diese Totenschädel.
weil dann heißt, der hat wieder nichts gefunden und so und ja, ja. Da hinten war auch noch was. Da haben wir alles. Okay. Und du laufst mir danach. So, schauen wir mal. 172. Gehen wir es an. Oh oh. Abstand halten. Da sind wir, glaube ich, schon richtig, ja? Wo? Na, Wunder. Noch ein Aufzug. Wo ist denn jetzt? Wo ist die Gefahr? Wir gehen mal da rein, ja? Das kann ja mal nicht falsch sein. Aha, da kommen wir nirgends hin. Mun. Ja, perfekt. Passt. Und da drüben ist noch was, aber da schauen wir auch noch gleich rein, wenn wir schon hier sind, ja. Ah doch, kommen wir schon hin. Da ist noch was. Okay, Granaten sollten wir öfter schmeißen, ja? Und plötzlich können wir da über die Steine drüber. Das ist ganz suspekt, das Ding. Darauf. Okay. Gut. Kommt, Leute. Husch, husch. Ins Körbchen. Und wir sind jetzt dann bald auch mal da, denke ich. Da. Ausgang. Und ich bin erst einmal gestorben. Titus, du bist ein cool. Aha. Wieso steht denn ihr verkehrt zu mir? Das kann ja nicht sein. Habt ihr gesehen? Da geht's dann weiter, denke ich. Was ist denn das da? Nicht die! Oh, was ist denn da? Sigillum Sanctum aufnehmen, aha. Scharfschützenmodus freigeschaltet. Cool. Scharfschützenmodus. Mit Wildheit können Sie nun in den Scharfschützenmodus wechseln. Hurra, das wird ja toll. Die Zeit verlangsamt sich dann und ermöglicht es Ihnen, Schüsse mit tödlicher Präzision abzugeben. Benutzen Sie eben links und rechts, um in den Wildheitsmodus zu wechseln, dann links tief, um in den Scharfschützenmodus zu wechseln. Der Scharfschützenmodus endet, wenn die Wildheitsanzeige leer ist oder Sie loslassen. Hurra. Also, naja, wir werden ja sehen. Okidoki. Abstand halten. Da raschelt und tut's da im Hintergrund und seitlich und überall und ich... Marines!
denke mir schon, dass da oben dann die Jungs kommen und ja, Scharfschützenmodus gefragt ist. Dann legen wir es zurück. Leandros, legen Sie das Geschoss ein. Ich gebe Ihnen Deckung. Haha. Achtung, Beschuss! Reinigen und Tilt! Leute, was war das jetzt? Da hat ein Big Papa mich wahrscheinlich jetzt, oder ein kleiner, in den Zeh gezwickt. Ich glaub das ja nicht. Fix und fertig bin ich mit der Welt. Ja, wir machen hier einen Schnitt und probieren das dann gleich noch einmal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Euer Toso. Bis gleich. Ciao.